It's Clash Time, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute geht es um einen Duelkampf mit einem Kollegen, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Es lief eigentlich alles voll nach Plan, wie ihr gleich sehen werdet, und kurz vor Schluss verliert er anscheinend die Verbindung zum Game. Anders kann ich mir das nicht erklären, wir waren am Gewinn. Was dann passiert, seht es euch gleich selber an. Ich lasse euch mit Bild und Ton alleine. Nur zur Info vorab, ich blende die Karten von uns sowie auch von dem Gegnerpaar ein, damit ihr seht, wer wann wie was setzt. Nur kurz vor Schluss, wo es dann um die Königstürme geht, blende ich die Karten aus, damit ihr die Lebenspunkte seht. Und nur zur Info, ich versuche so schnell wie möglich durchzurotieren, um auf den Knall zu kommen. Und was dann passiert, seht ihr jetzt. Film ab, viel Spaß. Ja, was für ein Fight. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und haut in die Kommentare, ob ihr so etwas auch schon mal gesehen habt. Für mich war es das erste Mal, dass man zeitgleich einen Kronenturm zerstört und es dann in die Verlängerung geht. Das hatte ich aber, dass ein Königstürme beide fallen oder in dem Fall hier im Duelkampf alle vier. Das hatte ich noch nicht. Schade, wir hätten das Ding locker gewonnen, denke ich mal, aber so ist es. Klickt auch gerne hier auf dieses Video, lasst ein Abo da, falls das noch nicht getan hat, hier links. Rechts geht zur Rainer Roughnecks Band, könnt ihr euch ja mal da reinziehen. Und ansonsten sagt Herr Arbeit, ciao und bis zum nächsten Mal.